Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und schon wieder für euch in Battle Fest oder unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich wieder 100 Archäologie-Kisten aufmachen. Und ja, ich war wieder fleißig, habe ein bisschen gesammelt. Und wir haben jetzt insgesamt 100 Arakor-Kisten und ich hoffe, ich bekomme mein letztes Quest-Item endlich zusammen. Da bin ich ja jetzt schon ein Weilchen dran. Und ja, ich würde sagen, wir starten durch. Makro habe ich am Start hier einmal. Und ja, mal gucken. Ich brauche nämlich noch einen Traumfänger. Und jetzt muss ich mal schauen, wie viele Dinge habe ich denn noch. Vielleicht müssen wir noch ein paar von den Runensteinen kaufen. Wir haben nämlich tatsächlich nur 7 Stück. So langsam werden sie alle. Aber es droppen auch zwischendrin immer ein paar. Vielleicht reichen die auch, wenn wir noch das ein oder andere noch drauf bekommen von den Teilen. Muss mal gucken. Ich habe ja letzte Folge oder vorletzte. Ich glaube, vorletzte war es tatsächlich. Hatte ich ja das letzte Item von den Clans von Draenor bekommen. Und jetzt, wie gesagt, nur noch einmal hier dieses von den Arakoa, die Quest. Und dann bin ich tatsächlich komplett durch. Dann habe ich die ganzen Items, die ich mit dem Druid tragen kann. Und ich habe tatsächlich dann alle Quests und muss erstmal eine Weile nicht mehr Archäologie machen. Wir haben ja ein bisschen Glück, dass mit, also Glück in Anführungszeichen, dass in Shadowlands tatsächlich keine Archäologie-Achievements gibt, weil es halt auch einfach keine Archäologie gibt in Shadowlands, was ich ein bisschen komisch finde. Ich glaube, sie sind einfach nicht fertig geworden mit der ganzen Materie. Ich habe ja auch letztens so ein bisschen die Achievements durchgeguckt, ne, was es da so in Shadowlands Neues gibt. Und bei Berufen sieht es echt ziemlich mau aus, ne? Also es gibt schlichtweg nur Achievements für ja, Skill den Beruf hoch, Skill den Second Beruf hoch, aber alles links und rechts, was man so machen könnte mit irgendwie sammelt die Rezepte oder macht dies und das, ist alles nicht existent. Also ich schätze mal, die sind nicht fertig geworden. Und dann haben sie sich bei Lügi einfach gedacht, ach komm, scheiß drauf, da hat eh keiner Bock drauf, lassen wir es einfach komplett, machen gar keine Archäologie rein. Das vermute ich tatsächlich, dass es so gelaufen ist. Und dann haben sie sich hingestellt, ein Interview, meine ich, gehört zu haben, wo hier der Ian Hesse-Kostas meint, ah ja, hier Archäologie, ne? Das passt nicht zum Stil von Shadowlands, das passt nicht in das Addon rein, deswegen haben sie es nicht gemacht. Klingt irgendwie so ein bisschen eine Ausrede für mich. So, jetzt gucken wir mal. Nee, das ist der falsche Traumfänger. Ich brauche nämlich einen anderen. Ich hoffe, wir kriegen überhaupt noch das richtige Item. Oh, jetzt haben wir schon keine von den Runensteinen mehr. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt noch ein paar im Auktionshaus. Wie heißt denn das? Nee, hier. Core-Dinger, was kosten die? 12 Gold, okay, das ist vollkommen in Ordnung. Kaufen wir mal nochmal 20 Stück, 200 Gold ist jetzt nicht die Welt. Wenn ich dann keine Archäologie mehr machen muss, dann bin ich da vollkommen happy mit. Ja, wenn wir ein bisschen was ausgeben. So, da la. Dann weiter hier, können wir noch ein bisschen was basteln. Die machen schon viel aus, ne? Immer 20 Fragmente, kannst eigentlich bei jedem Ding eins reinbasteln, manchmal sogar zwei. Also, wenn du da viele hast. Oh, das ist der richtige. Jetzt, Leute, heiß Daumen drücken. Komm, komm, komm. Nein! Wieder nicht. Das wäre es halt gewesen, ne? Das Item brauche ich halt. So, ein paar Dinge haben wir jetzt noch offen. 33. Ich hoffe, es kommt noch ein Traumfänger, und zwar ein richtiger. Traumfänger der Ausgestoßenen, den brauche ich halt, nicht den anderen. Den normalen Traumfänger brauche ich nicht. Seht schon, es kommt immer dieser Voice-Dialog, ne? Wenn ich so ein, ich sage Runenstein dazu, bei den Zwergen heißen sie so, mit dem habe ich angefangen. Hier, wie heißen die hier? Arakoa-Nachricht, verschlüsselte Arakoa-Nachricht. Ah. Na, kriegen wir nochmal Cap zusammen, oder? Wenn wir alle aufmachen. 250 ist bei denen Cap. Bei manchen anderen ist irgendwie 200 Cap. Keine Ahnung, warum das unterschiedlich ist. Gut. Seht mal, sind wir genau auf dem Cap. Wunderbar. Können wir jetzt nochmal so 5 herstellen, schätze ich mal. Oh, obwohl ein bisschen mehr. Wir haben ja noch Steine drin. Komm, gib mir noch einen Traumfänger. Bitte. Bitte. Bernsteingefäß. Das brauche ich nicht. Oh, yes. Komm, jetzt aber. Ja, da ist es! Yes! Nie wieder Archäologie! Ah! Ich sag's euch. Ich muss morgen die Arbeit, ne? Wir haben jetzt gleich zwei. Aber ich habe jetzt noch Archäologie durchgezogen, weil ich bin immer so ein Beißer bei sowas. Und ich will es einfach weghaben. Wisst ihr, was ich meine? Ich ziehe dann einfach gerne durch. Ich werde morgen am Sack sein, das weiß ich jetzt schon. Aber ich habe dieses Kackteil. Und jetzt muss ich diesen Scheiß nicht mehr machen. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie viele Dinger ich geholt habe. Ich glaube so 1000. 1000 Kisten habe ich jetzt, glaube ich, zusammengefarmt, bis ich alles hatte. Also das war ein großer Mist und ich bin richtig froh, dass ich den Kack weg habe.
Überlegt mal, das sind eigentlich, es war jetzt nur ein Stab, den ich brauchte, und zwei Kack-Quests, was das für ein Zeitinvestment wieder war, für so einen Scheiß, aber ich will es halt einfach fertig haben, ne? Ah, endlich, jetzt war halt wirklich so ein riesen Stein vom Herzen, sozusagen, weil ich diesen Mist jetzt nicht mehr machen muss. Komm, jetzt basteln wir hier das im Video noch rein, dann gibt es noch ein Achievement, weil ich habe zwar das Achievement damals schon mir erspielt, aber natürlich mit einem Twink, ne? Dementsprechend muss ich jetzt hier mit dem Main das nochmal machen. Diese Fehlentscheidung vor X Jahren habe ich damit jetzt ausgebügelt. Also, wenn ich das jetzt so zusammenrechne, wie viele Stunden ich Archäologie gemacht habe, dann das ist bestimmt über einen Tag Spielzeit. Alleine für diese Kack-Archäologie in letzter Zeit, ne? Das ist eigentlich sinnlos, aber ich hab's jetzt durch. Gut, wo haben wir die Quest? Die können wir jetzt nur abgeben. Dann müsste das Achievement aufploppen. Perfekt. Jetzt habe ich auch diese ganzen Sachen mit dem Druid, oder? Jetzt müsste ich die alle fertig haben. Genau, das ist jetzt alles hier mit dem Druid. Er steht jetzt quasi nicht mehr der Twink dran, ne? Aber ich habe es nicht wegen den Achievements gemacht, dass der Main dran steht, sondern wegen den Questgeschichten. Und zwar, hier bei den Berufen sind jetzt die Archäologie-Quest-Sachen raus, was doch sehr, sehr nice ist. Das ist sehr, sehr nice. Wahrscheinlich sieht das mittlerweile wesentlich besser aus, die Liste. Aber da ich jetzt so viele Archäologie-Videos in letzter Zeit aufgenommen habe, kommt das wahrscheinlich erst in x Wochen, nachdem ich es aufgenommen habe, tatsächlich. Weil ich will, dass in einer Woche irgendwie 7 Archäologie-Videos kommen, deswegen staffle ich es dann ein bisschen. Gut, dann wisst ihr auch Bescheid, warum das wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders aussieht. Und ja, damit sind wir mit der Archäologie-Reihe durch. Mittlerweile müsste ja der Pre-Patch schon live gekommen sein, wenn das Video rauskommt. Und ja, damit bin ich auf jeden Fall sehr erleichtert. Muss keine Archäologie mehr machen und dann sehen wir uns bei der nächsten Opening-Reihe. Wird sich sicher wieder was finden lassen, was ich farmen kann. Und ja, dann würde ich sagen, bis denn, euer Tela. Adios, amigos.